Zeit, wir müssen nach Haus. Oh, noch nicht. Na komm schon, es wird bald dunkel. Seht euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hallo? Ich muss die Schubkarre ölen. Rudi! Rudi! Ich gehe mit. Darf ich? Warum nicht? Das ist sehr schön. Wer ist das? Ich natürlich. Wer sonst? Kannst du im Dunkeln nicht sehen? Nein! Nun, das muss doch sehr störend sein. Du hast nicht zufällig Lust, mit mir nach Hause zu gehen, oder? Ja, aber sicher, wann immer du willst. Sag mir einfach Bescheid. Nein, warte! Ich meinte jetzt! Sei mal still. Hörst du nicht auch irgendwas? Es ist doch hoffentlich nicht irgendetwas Furchtbares, oder? Lass uns mal nachsehen, wer das ist. Hallo. Was ist denn los? Rudi! Ich hatte so fürchterliche Angst, Rudi. Ich dachte, da wären alle möglichen furchtbaren Monster, die nur darauf warten, sich auf mich zu stürzen. Nein, sowas gibt's in meinem Park nicht. Woher soll ich das wissen? Ich meine, es ist stockdunkel und ich kann überhaupt nichts sehen. Weißt du was? Du musst einfach mehr Karotten essen. Karotten? Aber die kann ich nicht ausstehen. Wenn du mehr Karotten isst, wirst du bestimmt besser im Dunkeln sehen können. Hat man das schon mal gehört? Ein Kaninchen, das keine Karotten mag. Aber die schmecken wirklich grauenvoll. Finde ich nicht. Und sie wären sehr gut für dich. Dann könntest du nämlich sehen, dass es hier nichts gibt, wovor man sich fürchten muss. Denkst du wirklich, Rudi? Da bin ich mir sicher. Oh, na ja. Ich nehme an, du hast recht, Rudi. Sollen wir dich nach Hause bringen? Was meinst du? Oh, ja, bitte. Weißt du, ich wünschte, ich wäre so mutig wie du, Fuchs. Der Kohl sieht gut aus und viele Kartoffeln gibt's dieses Jahr. Ach du große Güte, was ist mit meinen Karotten passiert? Irgendjemand hat sie gegessen. Nein, aber doch sicher nicht das Kaninchen. Hallo. Sandwich? Oh, nein, danke, Rudi. Ich möchte im Moment nichts, danke. Irgendwer hat einen Haufen meiner Karotten gestohlen. Ich habe schon gedacht, vielleicht war es die kleine Kaninchen da. Nein, das könnte sie nicht. Ihr Magen ist viel zu klein. Naja, ich habe ihr gesagt, sie soll Karotten essen. Aber ich weiß, was ich tue. Ich frage sie, ob sie heute Nacht bei mir bleiben will. Das gefällt ihr bestimmt. Und wenn heute Nacht noch mehr Karotten verschwinden sollten, heißt das, sie kann es nicht gewesen sein, die sie geklaut hat. Dann war es jemand anderes. Was meinst du? Jemand anderes? Ja, gute Idee, Rudi, eine gute Idee. Du, hey, lass mein Bett heilen. Hey. Hm? Entschuldige. Jetzt Zeit, dass wir beide schlafen. Also, das ist meine Seite. Gute Nacht. Gute Nacht, Rudi. Das
war wirklich ein ganz toller Abend, weißt du? Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Fragen sollen. Ich hätte dir so viele Karotten gegeben, wie du haben möchtest. Mir? Oh, Igitt, ich kann Karotten doch nicht ausstehen. Aber ich habe jemanden gesehen und wenn du es nicht gewesen bist, wer war's dann? Ich denke, der, den du suchst, ist da drunter. Oh, Rudi, ich konnte dich nicht erkennen und dachte schon, du wärst irgend so ein furchtbares Monster. Ich war noch dabei und habe gehört, wie du gesagt hast, iss Karotten, dann kannst du in der Dunkelheit besser sehen. Und dann wirst du auch keine Angst mehr haben, weil du siehst, dass da gar nichts ist, wovor du dich fürchten musst. Weißt du, ich wollte doch nicht zugeben, dass ich auch Angst im Dunkeln habe. Es gibt sehr viele, die Angst im Dunkeln haben. Das macht doch überhaupt nichts. Will einer von euch eine Karotte? Nee, bloß nicht! Nee, bloß nicht! Schnee, Sonnenschein und einen freien Tag. Besser geht's nicht. Ein schöner Tag zum Spazierengehen. Der Vormittag ist frisch und sonnig, aber später wird es sehr kalt. Also packen Sie sich warm ein, wenn Sie rausgehen. Und vergessen Sie nicht, einen extra Pullover mitzunehmen. Bis es so kalt wird, bin ich längst wieder zurück. Ah, jetzt könnte ich einen Keks vertragen. Ich finde, dieser Hügel wäre absolut perfekt zum Rodeln. Früher habe ich gern gerodelt. Wenn ich doch nur noch den alten Schlitten hätte, den mein Vater mir gemacht hat. Das war vielleicht ein Schlitten. Vielleicht sollte ich mir mal einen neuen bauen. Oh ja, genau das Richtige für einen freien Tag. So, das müsste reichen. Aber wo baue ich ihn am besten? Ist ein bisschen kühl hier. Wo gibt's ein sonniges Plätzchen? Ich weiß. Das ist der beste Schlitten, den es je gegeben hat. Ah. Ja.
Ja, jupp. Jupp. Hey, seht euch das an. Na und? Da liegt ein Stapel Holz. Ja, aber damit könnten wir uns einen Schlitten bauen. Oh, hurra! Wir bauen uns einen Schlitten. Toll. Finde ich auch, aber dazu brauchen wir Werkzeug. Hey, das könnten wir uns von Rudi leihen. Sehen wir mal nach, ob er zu Hause ist. Oh, nein. Warte, Moment. Wir verstecken das hier lieber. Versteht ihr? Nur für den Fall, dass das jemand findet und auf dieselbe Idee kommen sollte. Oh, richtig. Das tun wir dann gleich. Ist ja komisch. Ich bin sicher, dass das mehr waren. Wo habe ich denn das Seil gelassen? Oh, zu dumm, ich hab's zu Hause vergessen. Also nochmal zurück. Oh, gut, Sie sind noch da. Ja. Oh. Hey, seht mal, war das vorhin auch schon hier? Oh. Da ist ja lauter Werkzeug drin. Alles, was wir brauchen. Sehr schön. Jetzt müssen wir Rudi deswegen nicht mehr stören. Ach, das gibt's doch nicht. Wo ist mein Werkzeug? Muss sich jemand ausgeliehen haben? Oh, ich weiß. Ich gehe einfach den Spuren im Schnee nach. Aber leider sehe ich hier gar keine. Der Schnee muss sie verweht haben. Es wird kalt. Die im Radio hatten recht. Ich muss noch mal zurück und mir noch einen Pullover holen. Dann komme ich wieder und sehe mich mal gründlich um. Ich hole das restliche Holz. Ist gut. Oh, das können wir gut gebrauchen. Ja, glaube ich auch. Hier, habe ich gefunden. Ah, gut. Genau das fehlte uns noch. So, das wär's. Wie ich es schon vorhergesagt habe, es wird heute sehr kalt. Die Temperatur sinkt immer weiter. Wenn Sie rausgehen wollen, würde ich an Ihrer Stelle ein zweites Paar Socken anziehen. Na schön, mach ich. Rudi, was machst du denn hier? Naja, um's genau zu sagen, mir sind ein paar Sachen abhanden gekommen und die suche ich jetzt. Oh, der sieht wirklich prima aus. Wo habt ihr den gefunden? Den haben wir gebaut. Mit dem Holz, das wir gefunden haben. Oh, da habt ihr Glück gehabt. Und ist da zufällig eine Tasche dabei gewesen? Da war eine. Hier, da ist Werkzeug drin. Das ist genau das, wonach ich suche. Das ist mein Werkzeug. Und wir haben es gefunden. Wir haben dein Werkzeug gefunden. Willst du mal mitfahren, Rudi? Ja. Sollen wir dich nach Hause bringen? Wirklich zu freundlich von euch. Aber ja, gern. Ich würde gern mit. Alle Mann an Bord. Los geht's. Das war wirklich, wirklich einmalig. Wiedersehen, Rudi! Und morgen wird es wieder so schön. Kalt und sonnig. Ein perfekter Tag zum Schlittenfahren. Haben Sie schon mal daran gedacht, sich einen eigenen Schlitten zu bauen? Ich habe leider nicht mehr genug Holz dafür. Na, macht nichts. Ein anderes Mal vielleicht. Möchten Sie einen Keks? Ja.
Hallo. Bist du vielleicht gekommen, um mein Werk zu bewundern, ja? Ich dachte, ich male mal ein Bild vom Park. Ich weiß, es ist nicht gerade ein Meisterwerk. Aber es passt bestimmt gut in meine Hütte. Ah, ein Schmetterling! Oh, ein hübscher blauer Schmetterling! Ich wünschte, ich hätte auch Flügel. Dann könnte ich im Sommer, Winter hinfliegen, genau wie du. Ups! Aua! Oh. Ja, es wäre wirklich ganz wunderbar, wenn ich fliegen könnte. Ich könnte einen Hechtsprung vom allerhöchsten Ast des allergrößten Baumes machen und den Mäusen damit Angst einjagen. Oh, ja, und ganz kurz bevor ich den Boden erreiche, würde ich mich aufschwingen, ganz hoch in die Luft, wie ein Adler. Was ist es? Ein Adler. Ich könnte emporsteigen in den Himmel und ich könnte, ja, ich könnte die Welt von oben sehen. Flügel. Genau die brauche ich. Ich brauche ein paar Flügel. So. Fertig. Ist gar nicht schlecht, auch wenn ich mich selbst lobe. Hallo, Rudi. Oh, hallo. Hab dich gar nicht kommen hören. Du, sag mal, hast du ein Bild gemalt? Ja, das ist ein Bild vom Park. Ich will's in meiner Hütte aufhängen. Oh, das ist wirklich schön geworden, Rudi. Du hör mal. Würdest du mir vielleicht etwas Papier geben und einen Buntstift leihen? Oder zwei? Klar tue ich das. Unter Künstlerkollegen muss man sich doch helfen. Vielen Dank, Rudi! Ich komme nachher mal vorbei und sehe mir an, was du malst. Achtung! Fertig! Und abheben! Ja! Was um alles in der Welt machst du denn da? Ich versuche zu fliegen. Ah! Ein fliegender Igel! Ja, das ist es. Warum mache ich mir die Mühe, rumzurennen und mit den Flügeln zu schlagen? Ich könnte doch auch einfach von einem hohen Ast aus starten, wie es das Rotkehlchen macht. Hallo, Eichhörnchen. Schönen guten Tag, Igel. Entschuldige bitte, aber was machst du denn, denn hier oben? Ich möchte gern fliegen. Wie ein Vogel. Nicht bewegen. Ich sause los und hol Rudi. Aber ja, stimmt. Rudi soll mich auch fliegen sehen. Immerhin hat er mir ja zu meinen Flügeln verholfen. Hallo. Wieso hast du es so eilig? Bitte komm schnell, dieser verrückte Igel. Er hält sich für einen Vogel. Weißt du, ich habe ja schon einiges in meinem Leben gehört, aber doch, das... Doch, hör zu. Er sitzt auf dem alten Eichenbaum und denkt, er könne fliegen, Rudi. Ich bin sicher, er springt runter. Runterspringen? Oh nein. Halt dich fest, Eichhörnchen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn die sich nicht ein bisschen beeilen, dann muss ich eben ohne sie fliegen. Da oben ist der Rudi. Siehst du? Hallo, Rudi. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Juhu, ja. Was hältst du davon? Nicht sehr viel. Hör auf damit. Bitte. Aber warum denn, Rudi? Willst du gar nicht sehen, wie ich fliege? Hör zu, Igel.
Wenn du ganz hoch über den Bäumen dahin fliegst und deine Arme werden müde, was machst du dann? Oh, dann mache ich einfach eine Pause, nehme ich mal an. Und was machst du, wenn es auf deine Papierflügel regnet? Keine Ahnung. Na komm schon, komm runter. Ich habe nämlich eine viel bessere Idee. So, er ist fertig. Du hältst ihn jetzt schön fest und ich hole eine Schnur, damit du ihn steigen lassen kannst. Wow, ein herrlicher Drachen. Oh, du hast immer so tolle Ideen, Rudi. Hilfe! Rudi! Halt dich fest, Igel! Gut festhalten! Du große Güte! Rudi! Wo bist du? Bitte! Rudi! Bitte! Alles in Ordnung? Oh, ich glaube schon, Rudi. Ich möchte hier runter. Halt dich fest, Igel. Das werde ich ganz bestimmt nicht nochmal machen, Rudi. Niemals, niemals wieder. Weißt du, wenn Igel dazu bestimmt wären zu fliegen, dann hätte man ihnen Schnäbel gegeben.